Moin, liebe Freunde von Tamriel, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Paar von... Nein, noch nicht. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Wir holen uns jetzt unsere Belohnung ab. Amethyst, Gift der Magika, 3 Granatsteine, ein Rubin, schwaches Gift der Magika und Zauberbuch Frostbiss, was wir leider nicht gebrauchen können. Schade, schade. Da haben wir jetzt schon 2 Bücher dabei, die wir nicht gebrauchen können. Tja, so ist das manchmal, Freunde. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Aber die Quest ist jetzt erfüllt. Nivenor hat bestimmt keine Quest für mich. Freut mich zu hören. Verpfändeter Pfifferling, gehen wir mal hier rein. Der Mann hat zwar keine Quest für uns, aber immerhin... Verpfändeten Pfifferling. Was kann ich für euch tun? Vielleicht solltet ihr euch an die Obrigkeit wenden. Die Obrigkeit? Sag mal, hört ihr mir eigentlich zu? Nein. Die sind doch alle korrupt. Alle. Ohne Ausnahme. Oh. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Ah ja. Was habt ihr zu verkaufen? Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Verstehe. Gut, dann schauen wir mal. Nein, das kriegst du nicht. Das kannst du aber ruhig haben. Genauso auch das. Das kriegst du auch nicht. Das kriegst du auch nicht. Das kriegst du alles nicht. Das auch nicht. Das nicht. Aber das kannst du haben und das kannst du haben. Und das kannst du haben. Mehr gibt's nicht. Also gut. Jo. So, jetzt werden wir erstmal aber zurückkehren. Nach Haus Seeblick, beziehungsweise... nee. Die Wächtersteine, genau, da hatte ich schon geguckt. Gehen wir nach Haus Seeblick. Wir laden die Steine ab, die Sachen ab. Außer die Questgegenstände, also sprich Feuersalz und, der Magel... Feinde. Hier sind Feinde in der Nähe. Wieso erfahre ich das jetzt erst? Flieg weg. Du bist eine Anführerin? So, so. Ja. Ist das alles, was ihr könnt? Das war knapp. Das war schon alles, wirklich? Du hast eine ganz schön große Klappe, Fräulein. Aua, ey. Genug, genug. Zu spät. Stahlschild, 203 Goldstücke, Stahlkettenpanzerhemd, Stahlhornhelm, Stahlschienenstiefel, Zwergenschwert und ein orkischer Dolch. Danke dafür. Und wo ist dein Kollege hingeflogen? Da ist er. Kommt dabei raus, wenn man mein Zuhause bedroht. Sowas mag ich gar nicht gerne. Wenn man mein Zuhause bedroht. Nein, die Minen sind leider noch nicht nachgespawnt. Liegt vielleicht auch daran, weil in der Truhe noch so viel drin ist. Möglicherweise. Ich bin auch gerade echt am Überlegen, ob ich jetzt mal anfangen sollte, langsam unser Haus mal fertigzustellen. Tja, ehrlich gesagt weiß ich das nicht so recht. Wir sind gerade so gut am Erkunden. Aber irgendwann müssen wir es mal machen. Achso, haben wir schon erkundet. Okay. Dann kann das ja rein. Ich glaube, wir werden uns gleich auch mal ranmachen und unser Haus langsam mal fertigstellen. Feuersalz bleiben bitte da. Das geht da rein. Genauso wie die Wasseratmung und das.
Was haben wir hier? Amethysten. Die Barren können schon mal rein. Die Barren können rein. Die können rein. Das kann rein, 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 das bleibt bitte da. Das bleibt da, das bleibt da. Die Pfähle können da rein. Nein, jetzt habe ich selber... Kacke. Egal, ich muss auf das Inventar eh nochmal zugreifen. Verflucht. Weil ich werde jetzt mal sämtliches Baumaterial, was wir haben... Werde ich jetzt mal aufnehmen. Also Bruchstein, das heißt, wir werden jetzt sehr langsam gleich sein. Ist leider so. Die Barren hier. Auch die Eisenerz, die Eisenbarren. Ebenerz werden wir, glaube ich, auch brauchen. Zwischendurch, ja, 300, das sollte reichen. Alles, was irgendwie wichtig sein kann. Die Felle... Also selbst mit dem Feuersatz, das wir schon haben, haben wir nicht genug, um ihn zu versorgen. Den Schmied. Schon mal interessant zu wissen. Das Glas nehme ich mit. Ich nehme auch mal die Goldbarren mit. Großer Seelenstein war, glaube ich, auch erforderlich. Meine ich mich zu erinnern. Das nehme ich auch einfach mal mit, vorsichtshalber. Hirschfelle nehme ich auch mal mit. Hawkerzähne, die werden auf jeden Fall gebraucht. Genauso auch die Bärenpelze. Ich nehme gerade wirklich gefühlt alles mit, was irgendwie Baumaterial ist. Die Geschichte müssen wir auch noch machen, fällt mir gerade ein. Da sind wir auch noch nicht wirklich fertig. Die Quest, die haben wir nur angenommen, aber noch nicht angefangen. Makellose Amethysten nehmen wir mal zwei mit, dann ist die Sache nämlich erledigt. Dann brauchen wir uns da nicht großartig rumärgern mit. Ich nehme auch mal einen mächtigen Seelenstein mit. Ich habe das Lehm vergessen, fällt mir gerade ein. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm ist hier. Da, Lederstreifen nehme ich auch nochmal mit. Die werden wir bestimmt auch nochmal brauchen. Pferdefell werden wir bestimmt nicht brauchen zum Verbauen. Ach, guck mal an. Risslauf, den Rechtschaffenden können wir verkaufen. Nehmen wir das auch schon mal mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, es gehört mit dazu, Leute. Das kenne ich schon nicht mehr anders. Die Scharniere können wir mitnehmen, die wir noch haben. Die Schuppen können wir mitnehmen. Die können wir bestimmt auch noch verbauen. Genauso das hier. Ein Schloss. Wow, ein ganzes Schloss haben wir noch. 20 Schneebärenpelze. Schwarze Seelensteine. Genau, der arme Kerl, der reitet ja wild durch die Gegend. Das habt ihr ja gesehen. Ich nehme auch nochmal die Silberbarren mit. Da ist das Silbererz, das ich gesucht habe. Sehr schön. Stahlbarren nehme ich vorsichtshalber auch nochmal mit. Stroh. Die Pelze vom Säbelzahntiger. Auch die in der Schneeversion. Und die Reißzähne. Die brauchen wir nämlich auch zum Bauen, wie ich weiß. Das können wir auch verkaufen. Ja, es hat sich schon ein bisschen was angesammelt, Freunde der Sonne. Kann man wirklich so sagen. Es hat sich wirklich was angesammelt hier. Und die Pelze der Wölfe nehmen wir auch nochmal mit. Tränke und Alchemie, das kann sich ja so viel anhäufen, wie sie wollen. Das ist mir egal. Nur halt Zaubergegenstände, Zauberkleidung und so weiter, das nicht. Die Hörner, das Fell. Das Amulett nehme ich auch mal mit. Vielleicht können wir das ja auch schon bauen. Auch von Zenithar. Von Arkai. Aber das sind die alle, die wir doppelt haben. Geweihter kaiserlicher Bogen ist doppelt. Das ist gut. Vielleicht können wir den dann nämlich zerstören. Das ist auch doppelt. Ich glaube, der hier hat mehr. Dann kommst du mit. Vielleicht kann ich das zerstören oder ansonsten verkaufen. Ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich interessant. Der Baupart wird dann auch ein bisschen länger als die anderen Parts. Wie gesagt, heute kann ich mir das ja erlauben. Von der Zeit her. Wir haben ja noch nicht mal Mitternacht, sehe ich gerade. Oh, hier habe ich sogar mehrere von... Nehme ich mal eins mit zum Zerstören und eins zum Verkaufen. Davon nehme ich eins mit. Diademe mache ich immer zwei. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Das verkaufen wir. Oh Gott, ich kriege schon wieder so viel zu verkaufen, ne? Das können wir zerstören oder das zerstören. Dann muss ich mal gucken. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Eieieiei. Eieiei, hier kommt einiges zusammen, was wir verkaufen können am Ende. Habt ihr es gerade gesehen, wie viel wir bei uns tragen? 1500.
Das ist übel. Aber es liegt daran, weil wir so viel Baumaterial dabei haben. So, Hausseeblick. Dann gucken wir mal, was wir bauen können. Mir fällt gerade ein. Ich habe was vergessen. Entschuldigung. Ah, Lars ist verpeilt. Ja, Lars ist verpeilt. Definitiv. Vielleicht geht es dadurch ein bisschen schneller. Geht's auch. Gut. Ich wollte nämlich nochmal zu der Schmelzhütte hier. Weil wir werden mit Sicherheit nicht mit einem Schloss auskommen. Garantiert nicht. Und Eisenbeschläge brauchen wir bestimmt auch massenweise. Ein Silbererz bleibt leider übrig. Okay, dann ist es halt so. Und es fängt an zu schneien hier. Okay. Interessant, dass es hier anfängt zu schneien. So, Baumaterialien, Eisenbeschläge. Bauen wir mal 30 Stück. Ja, es kann durchaus sein, dass wir dadurch den einen oder anderen Aufstieg erleben jetzt. Das ist aber okay. Scharniere und von mir aus auch nochmal 4 davon. So. Dann machen wir erstmal das Level up. Auf die Ausdauer. So kann man sich auch aufleveln. Man schmiedet und nebenbei levelt man sich auf. Wisst ihr Bescheid. Und zwar Bogen. Machen wir mal ruhige Hand. So. Und jetzt können wir mal reingehen und mal gucken, was wir wirklich bauen können. Ich hoffe ja, dass mein Huskal noch lebt. Das weiß ich nämlich nicht. Wenn der nämlich schon tot ist, wäre das blöd. Und es sieht nämlich so aus, dass er tot ist. Und sonst würde er irgendwo umherwandern. Leider, dazu neigt er nämlich. So, ach, wir haben auch nicht mehr so viel Holz, sehe ich gerade, ne? Blöd. So, dann haben wir das. Elchkopf, Elchkopf. Säbelzahntigerkopf, Säbelzahntigerkopf. Wandhalterung. Wandhalterung. So, dann wird es mal auch mal ein bisschen heller hier drin. Und dieser Vorraum ist fertig. Liebe Freunde der Sonne, der ist fertig. Und ich glaube, draußen dürfte sich jetzt auch ein bisschen was geändert haben. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe jetzt nicht so genau hingeguckt. Die Items werde ich aber offscreen einsortieren. Also da werde ich euch außen vor lassen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. So, dann haben wir das. Hawkerkopf, Schleifstein, was auch immer der hier soll. Wandhalterung 2 Stück. Und damit ist auch unsere Waffenkammer fertig. Wunderbar. Dann haben wir noch diesen Raum hier, der noch fertig gemacht werden muss. Unser Raum hier, das Gewächshaus, war schon fertig. Das weiß ich noch. So. Fässer. Kleiderschrank, Kleiderschrank, Truhe, Truhe. Waschbecken auf Podest, Rüstungshalter, Alchemielabor, Arkaner Verzauberer geht nicht, weil uns zwei Sachen fehlen. Mächtiger Seelenstein und ein veredelter Mondstein, war klar. Feuerstelle, großer Leuchter, hängender Elchkopf, Horkerkopf, Schlachterfisch. Veredelter Mondstein, mächtiger Seelenstein. Ich meine doch, ich hätte einen mächtigen Seelenstein mitgenommen. Also nochmal raus. Lalala. Beziehungsweise nein. Ich gucke jetzt erstmal, was ich fertig machen kann. Was brauchen wir denn noch? Ich habe da jetzt nicht so genau hingeguckt. Also Holz ist klar. Nägel haben wir. Glas. Veredelter Mondstein. Eisenbarren. Ja, die Barren werde ich ja erstmal bei mir behalten. Aber unser Alchemie-Ding ist auch schon mal da. Das ist zwar ganz nett, aber auch, ja. Hätten wir uns eigentlich sparen können, weil wir haben ja eh unser eigenes Alchemielabor nachher. Hier kann man sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was einrichten. Das ist so eine Art kleines Wohnzimmer, genau. Fässer, kleiner Kleiderschrank, Schrank, Schreibtisch, Tresor, Vitrine und kleiner Kleiderschrank, Waffenhalter. Und hier geht es schon nicht mehr weiter, habe ich mir gedacht. Schmiedearmbost. Gut zu wissen, dann können wir nämlich hier auch schmieden. Ich weiß nicht, warum das auch hier drin in den Häusern selber geht. Das ist mir echt schleierhaft, warum das hier drin geht. Wo ist er denn, der Schmiedearmboss? Da ist er. Könnten wir jetzt rein theoretisch sogar hier drin schmieden. Also wir können an verschiedenen Orten schmieden.
Naja, gut. So, unser Alchemieturm. Das Einzige, was leider am meisten liegen gelassen wurde. So, Fässer, Fässer, Schrank, Truhe, Vitrine, kleiner Kleiderschrank, Vitrine, Waschbecken auf Podest, hohes Regal, kleines Regal, Wandregal, Regale zwei Stück. Außenbereich Truhe, ja, nehmen wir auch ruhig mit. Hier ist noch Alchemielabor. Machen wir. Hängende Halterung, kleiner Leuchter, Wandhalterung, Halterung zwei Stück. Und die Eisenbeschläge reichen immer noch nicht. Die reichen echt immer noch nicht. Aber die Tresore sind schon mal da. Ich brauche noch einen Wandbeschlag. Ich glaube, ich brauche noch wesentlich mehr. Oh Mann, ey. Das reicht einfach nicht, ey. Ich glaub's nicht. Das ist unglaublich. Fertigen wir nochmal 10 an. Ja, komm, so, zack. Wird nochmal die Schmiedekunst geskillt. Gut, unser Alchemieturm ist dann also fast fertig. Fehlt jetzt nur noch eine kleine Sache. Und es sieht auch sehr alchemistisch aus, wie man hier sieht. Ne? Ich werde das, wie gesagt, alles mal so ein bisschen umstellen. Auch die losen Sachen, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn lose Sachen so rumfliegen. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Wie gesagt, das mache ich aber alles offscreen, da lasse ich euch außen vor. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, weil das dauert wirklich ziemlich lange alles. So, der Keller ist unser letztes Sorgenkind. Da sind wir nämlich auch noch nicht fertig. Ich kann das euch ja mal kurz zeigen. Moment, also der Keller ist sehr geräumig. Vergleichsweise, wenn er leer ist zumindest. Ich zeige euch mal kurz, wie er jetzt aussieht. Hier sogar Licht, Wahnsinn. Und rein theoretisch könnte man fast sogar meinen, das wäre eine Ahnengruft hier. Weil hier ein paar Spalten liegen, wo man rein theoretisch Leichen reintun könnte. Aber nee, 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 keine Sorge, alles gut. Wird keine Ahnengruft, hoffe ich jedenfalls. So, Zimmererwerkbank. Fässer, 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 Fässer. Tresore reichen schon die Schlösser nicht. Dafür bräuchten wir also 10 Schlösser. 4 haben wir. Beziehungsweise gleich haben wir nur noch ein Schloss. Also Schlösser müssen wir nochmal machen. Wie ich sehe. Und nochmal ein paar Scharniere. 2 Stück. Moment. Pro Tresor 5... Okay, wir brauchen unbedingt Stahlbarren. Heidewitzka. Eckregal, Eckregal, Wandregale, Wandregale. Ja, die ganzen Tiere, das ist klar. Verdammt. Es sind wieder die Eisenbeschläge, die fehlen. Also 4, 5... 6, 8. 8 Beschläge brauche ich noch. Genau, der Schreinsockel. Da seht ihr das. Wir können nämlich alle Schreine, die wir bauen können, können wir hier errichten. Akatosh, Akai, Dibella, Julianos, Kynaret, Mara, Stenda, Talos. Ja, und Zenitar. Nicht gerade, welches Amulett trage ich? Ich trage das Amulett von Akatosh. Das heißt, die anderen sind alle entbehrlich. Ich sagte gerade Akatosh, ne? Ich habe schon wieder vergessen. Schrecklich. Kurzzeitgedächtnis ist nicht gut. Akatosh. Upsala. Nicht abstürzen, Spiel. So, Amulett von Akai können wir verwerten. Akai, Stenda und Zenitar. Dann haben wir schon mal 3 Schreine von 9. Die sind dann hier. Ich finde das wunderbar gemacht hier. Die stehen dann auch schön nebeneinander. So baut man sich nach und nach was Schönes auf. So, einmal Haus Seeblick. Ich gehe halt davon aus, leider, dass unser Huskal tot ist. Oder er pennt, das kann auch sein. So, Schlösser brauchten wir. 10 Stück, sagte ich, ne? Bauen wir mal. 10 Stück. Die Behälter sind auch alle so ziemlich leer. Gucken wir mal, kriegen wir das noch hin? Oder...
Ja, die Stahlbarren reichen halt nicht. Und Eisenbeschläge wollte ich noch machen, genau. 8 Stück waren das. Ja, und der Rest muss erstmal noch warten. Gerade die Tierköpfe. Aber wir haben einige Räume dadurch jetzt fertig gekriegt. Das heißt, Eisenbarren brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Stahlbarren jetzt. Eisenbeschläge. Gibt nochmal einen Skill auf Schmiedekunst. Sehr gut. So. Dann mal los. Die Schmiede. Schmelzhütte. Warum auch immer die hier drin ist. Es ist mir echt schleierhaft, warum die hier drin ist. Aber dadurch kommt mal ein bisschen Licht hier rein. So. Seht ihr, das sieht doch schon ganz anders aus. Als vorher. Ne, hier ist unsere Schmiede. Ich denke mal, hier werde ich später auch die ganzen Barren unterbringen. Ne, aber wie gesagt, mache ich alles offscreen. Beziehungsweise das, was ich jetzt dabei habe an Barren, kann ich ja schon mal da reintun. Weil jetzt können wir die Barren, können wir das Erz ja auch hier unten einschmelzen. Also die Barren werde ich hier reintun. Können ruhig alle rein, das ist ja egal. So, Silberbarren, Stahlbarren, ja davon habe ich nicht mehr sehr viele. Also wir müssen uns jetzt hauptsächlich auf Stahl konzentrieren, Freunde. Weil Stahl haben wir wirklich zurzeit sehr, sehr wenig nur noch. Ja, ich bin trotzdem voll, ich weiß. So, und dann haben wir hier Eisenerz, Quecksilber, Eisenerz, Korundum. Ich nehme die mal mit hier. Ich mag das, wie gesagt, nicht, wenn die rumliegen, sinnlos. Das muss nämlich nicht sein. Haben wir hier noch rote Äpfel. Baumaterial tue ich mal hier rein. Also die ganzen Bruchsteine, die wir haben. Glas. Lehm, dann werden wir das nämlich auch mal los. Lederstreifen. Die Hawker-Zähne, siehst du, ich habe einen großen Seelenstein. Ich hätte einen mächtigen gebraucht. Da haben wir das Problem. Achso, ich wollte ja noch den Verzauberungsaltar wollte ich ja noch bauen. Dann sollte ich vielleicht noch nicht alles ablegen. Das wäre vielleicht eine doofe Idee. Weil ich habe ja auch noch ziemlich viele Waffen dabei. Stimmt ja. Was brauchte ich jetzt dafür für Barren? Ich hab's echt vergessen. Ich brauchte veredelter Mondstein und noch etwas. Oh Mann, Leute, mein Gedächtnis ist echt... Ich werd alt, ich merke das. Das ist nicht gut. Alter Mann. Hier ist auch haufenweise Feuerholz drin. Also ihr merkt schon, das ist alles... Ne? Nichts irgendwie Totes, sondern das ist alles quicklebendig, was da reinkommt. Oder zumindest für die Lebenden ganz gut. Ja, passt ja. 2 Stahlbarren, sehr schön. Zack, erledigt. Ich nehme die mal nochmal mit. Ich mache das, wie gesagt, später. Aber ihr wisst schon mal, wo ich das ungefähr machen werde. Vielleicht zeige ich das euch ja mal im Nachhinein sonst. Weil, wie gesagt, ich werde das Haus nochmal in Ruhe leer looten, was hier alles so ist. Ne? Mächtiger Seelenstein. Jetzt muss ich mir echt mal merken. Mächtiger Seelenstein. Kein... Außerdem fällt mir gerade ein, ich habe oben vergessen. Fällt mir auch gerade mal ein. Oben waren wir auch noch nicht fertig. Oben können wir nämlich auch noch bauen. Kommt nämlich auch noch dazu. Auch das Gewächshaus, das muss ich auch noch ausstatten. Und draußen haben wir auch noch ein paar Flächen, die ausgestattet werden wollen. Ja, ja, so ist das. Viel zu tun. Ein Haus kostet viel Arbeit. Ihr seht das schon. 24 Minuten schwer dieser Part. Nur Häuslebau. Meine Güte. Und es fehlen wieder Eisenbeschläge. Es ist doch echt zum Kotzen. Och Mann, ey. Und davon wieder jede Menge. Und sogar die Lederstreife, die ich abgelegt habe. Boah, ey, es ist doch nicht zu fassen, ne? Das Spiel mobbt mich. Das ärgert mich. Jetzt habe ich nämlich die Eisenbeschläge nicht dabei. Manno, ich hätte gedacht, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiterbauen. Lederstreifen habe ich natürlich auch alle beiseite geschafft. Ich kann nicht runterspringen. Bäh. Mega langsamer Part heute. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. So,
So, ich wollte jetzt nochmal gucken. Verzauberer, Altar, was fehlt dir noch? Ja, veredelt und mächtig. Goldbarren habe ich auch noch mitgesehen. Also wäre es gar nicht so gut gewesen, die abzulegen, die Sachen. Ich frag mich, wo mein Huskal ist. Ja doch, mein Huskal ist richtig. Ich bin ja der Tarnererste Huskal oder sie. Aber wahrscheinlich ist sie schon längst tot. Kann ich mir so richtig vorstellen, weil so viele Kreaturen jetzt vorbeikamen die letzte Zeit. Und da wurde sie dann dahin gerafft. Kann ich mir so richtig vorstellen. Das ist nämlich leider das Problem. Begleiter können hier sterben. Das gilt auch für die Huskale und weiß der Geier was noch alles. Deswegen will ich auch keinen Begleiter dabei haben. Weil die mir einfach zu schnell abnippeln. Und das mag ich nicht. Ihr sagt nicht, ich habe keine mächtigen Seelensteine. Ich werde doch wohl den einen oder anderen mächtigen Seelenstein haben. Tatsächlich, ich habe genau einen mächtigen Seelenstein. Alter Schwede, genau einen. Achso, und das, mein Kopf. Ich hab's gerade gesagt, mein Kopf. Die veredelten Mondsteine, die sind unter V. Und den Malachiten habe ich, glaube ich, auch nicht rausgeholt, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Der dürfte auch noch hier drin sein. Malachit, Malachit. Dürfte, glaube ich, auch unter V sein. Quecksilberbarren, siehst du, ist auch noch drin. Ja, ich denke mal, zur nächsten Aufnahmesession dürfte die Truhe hier komplett leergefegt sein. Da werde ich die Sachen dann schön verteilt haben. Tagebücher und das alles, das ganze Programm. Ich habe ja so meine... Da sind die beiden Sachen. Ich habe ja so meine Verstauweise. Also meine Packweise, hätte ich jetzt gesagt. Gut. So, und jetzt werde ich mir nochmal ein paar Eisenbeschläge anfertigen. Dann kann ich da auch nochmal weitermachen. Am besten gleich mal 20 Stück, weil die brauchen wir ja so oft. Das ist ja echt sagenhaft. So, aber trotzdem haben wir nochmal kräftig verbraucht. Wenn man mal bedenkt, wir hatten 300 Eisen. Davon ist jetzt inzwischen nur noch knapp 178 übrig. Also, ja. Verbrauch ist hoch. Der Verbrauch ist hoch. Und draußen wird jetzt auch beleuchtet. Ich würde es echt schade finden, wenn der Huskal tot wäre. Echt. Aber es sieht echt so aus, dass der nicht mehr am Leben ist. Deswegen ist das nämlich auch ein Grund für mich, warum ich sage... Hä, ich habe doch einen mächtigen Seelenstein. Was willst du von mir? Ich habe sogar zwei. Aber ist der doof oder was? Oder muss der beseelt sein? Ich denke mal eher, der muss beseelt sein. Kann das sein? Warum steht das nicht dabei? Da steht nur mächtiger Seelenstein. Da steht nichts davon, dass er beseelt sein muss. Also nehmen wir auch nochmal den Beseelten mit. Und pass auf, den nimmt er auch nicht. Das wär's. Da, mächtiger Seelenstein. So läuft das übrigens ähnlich in allen drei Häusern ab. Also es gibt, wie gesagt, auf der gesamten Skyrim-Karte gibt es drei solche Fürstentümer, die drei solche Grundstücke verkaufen. Und jedes dieser Grundstücke hat so ihre Besonderheiten. Und normalerweise kann man durch den Tarner auch Nachschub kaufen. Durch den Huskal kann man auch Nachschub kaufen. Jetzt geht's. Der muss also beseelt sein. Alles klar. Das muss man doch einmal mal vorher sagen, Mensch. So, wo steht er denn? Da steht er, das ist gut. Wir haben nämlich ein paar Gegenstände dabei, die können wir dann mal zerstören, weil wir die doppelt haben. Dadurch verlieren wir nämlich auch nochmal Gewicht. Zum Beispiel den geweihten kaiserlichen Bogen. Weg damit.
Kriegen wir schon mal ein bisschen Verzauberung dazu. Das ist gut. Steigt Magika um 30. Ja, zerstört die Novizenrobe der Wiederherstellung. Der Veränderung. Der Beschwörung. Dadurch kriegen wir nämlich auch nochmal Skillpunkte. Das wirst du nicht zerstören, das auch nicht. Das haben wir schon. Die zerstören wir auch nicht. Da wäre ich schön blöd, wenn ich das machen würde. Aber das können wir nochmal zerstören. Dann haben wir das auch. Das wird zerstört. Das bringt nämlich schon deutlich weniger. Das habe ich mir gedacht. Und das auch nochmal. So, dadurch haben wir dann nämlich auch nochmal Platz geschaffen. Habe ich einen Seelenstein? Nein. Schade, sonst hätte ich nämlich noch was verzaubern können. Aber nee. Ich habe leider keinen Seelenstein dabei, der beseelt ist. Argonischer Blutwein. Mhm. Aber das haben wir endlich mal fertig. Endlich haben wir mal den Altar. Sehr gut. Aber es scheint, dass... Ja gut, für die Verzauberung greift wiederum der Stern von Azura. Falls ich den noch habe. Nicht, dass ich den aus Versehen verkauft habe. Habe ich den noch? Ja, ich habe den noch. Gut. Aber ich habe leider nicht den Zauber. Der fehlt uns noch. So, hoher Kleiderschrank, hoher Kleiderschrank, Kommode, lange Truhe, Schrank, Schrank, Vitrine und kleiner Kleiderschrank, Waffenhalter, Lederstreifen ist klar, aber Säbelzahntiger Reißzahn habe ich nicht. Kleiner Leuchter reicht gerade so. Das heißt, oben werden wir nicht fertig. Das heißt, ich kann die Werkbänke noch nicht wegnehmen. Zumindest nicht alle. Einige kann ich wegnehmen, aber nicht alle. Noch nicht. Gut, dann werden wir jetzt rausgehen, den Rest verstauen am Baumaterial und die Waffen und Rüstung, die wir jetzt noch übrig haben, werden wir verkaufen. Und dann wird es im nächsten Part dann weitergehen mit Abenteuern und neuen Gebieten erkunden, Quests annehmen etc. und so weiter. Also das geht weiter, macht euch bitte da keinen Kopf. Ich frage mich nur gerade, wo mein Huskarl ist und ob der noch am Leben ist überhaupt. Es kann nämlich sein, dass der längst tot ist. Wäre doof. So. Da werde ich nichts von ablegen. Die werden schön verkauft, die Sachen. Auch die, die wir erbeutet haben. Das kann ich doch eigentlich alles überspringen. Zaubertränke ist klar. Das Salz kann da rein. Die Schuppen können da rein. Und das kann rein. Die Salze bleiben schön hier. Das wird auch verkauft. Das hatten wir doppelt. So, die Barren kommen da rein wieder. Genauso die Ebenerzbarren, die Eisenbarren, die Eisenbeschläge, die noch übrig sind. Das Fell, Fuchsfell. Ich packe das jetzt erstmal alles da rein. Das schmeiße ich jetzt alles erstmal rein. Wie gesagt, das sortiere ich dann alles dann offscreen. Da müsst ihr nicht unbedingt bei sein. Die Quests haben wir ja auch noch offen, stimmt ja. Scharniere, Schlösser, Schneebeeren, genau. Schneebeeren. Mein Gott, ich verplappere mich ja total hier heute. Ist ja schrecklich. Genau, die Tresore fehlen mir ja auch noch unten. Da brauchen wir auch noch reichlich Stahl. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Wunderbar. Sehr schön. Ich würde fast sagen, wir gehen nochmal nach Rifton. Ich will jetzt kurz mal gucken, wo ist mein Huskarl? Ist der hier irgendwo in der Nähe oder ist er einfach tot? Weil drin ist er nicht. Also wenn, müsste er draußen sein. Ja, ich weiß, es ist eine Sie. Ich weiß. Bevor sich irgendjemand aufregt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Unser Huskarl. Aber da ich sie nicht gesehen habe und sie rennt hier... Da ist sie. Oh, sie lebt noch. Puh. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Es wäre mir eine Ehre, euer Vogt zu sein. Ihr habt da ein prächtiges Haus. Dankeschön. Veränderung. Genau, sie kann nämlich auch Baumaterial kaufen. Einrichtung für das Haus kauft. Nee, das wollen wir nicht. Material für Glas oder Stroh. Also gut. Puh, Schockmoment, ey. Ich habe echt gedacht, die wäre tot gewesen. Nee, sie lebt noch. Gott sei Dank. Gut, wir gehen nochmal nach Rifton. Erstmal können wir die Sachen verkaufen, die überflüssig sind. Und zum anderen können wir die Amethysten abgeben. Dann haben wir das, schlagen wir quasi da mit zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist ja immer gut, bekanntlicherweise.
Willkommen im Bienen. Ich habe diese Amethyste für euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Hier, nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich, also wir beide, wir danken euch. Habe ich doch gerne gemacht. Oder wir. Schwaches Gift der Ausdauer. Entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ach, die Schneeschuhe, ja. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ich bezweifle, dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde. So, willst du es herausfinden? Die Krieger von Himmelsrand haben mich gelehrt, die Klinge wie eine Verlängerung meines Armes zu führen. Unseres ist es, euer Hinscheiden zu belächeln. Ja, stimmt, Louis, da war ja auch noch was, kann ja. Kann ich etwas für euch tun? Nein. Aber ich glaube, jetzt ist Abend, ne? Ist Abend, ja. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt, wie mit den verdammten... Ja, ja. Also, Freunde, ich werde dann jetzt sonst erstmal den Part beenden. Den Verkauf mache ich dann jetzt offscreen schnell. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon... Also, erstmal hoffe ich natürlich, euch hat die Folge trotzdem bis hierhin gefallen, auch wenn sie heute ein bisschen lahm war. Keine Action, es war mehr Häuserbau. Aber egal, ich glaube, jetzt mache ich das doch noch mit euch zusammen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig auf weiterhin. Wisst ihr was, ich mache das jetzt mit euch noch mit. Komm, ist egal. Das Baumaterial. Ist jetzt Schwachsinn eigentlich, währenddessen zu verkaufen und euch wegzuhängen. Was soll das? Dann mache ich das doch mit euch zusammen, ist doch viel besser. Ne, jetzt haben wir das angefangen, jetzt beenden wir das hier auch. Okay, ich glaube, ich kann... Komm, gib mir deinen mächtigen Seelenstein. Falls wir sowas mal wieder brauchen sollten. So, das. Davon haben wir gleich zwei. Das. Und er hat schon wieder zu wenig Geld. Ist noch irgendwas, was ich dir abkaufen kann? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Nicht wirklich. Zauberbücher sind auch Schrott, wie ich sehe. Zutaten hat er gerade mal eine Sache. Irgendwie ein Amulett. Oh, oh, oh. Das ist natürlich gekauft. Aber sowas von gekauft. Das ist sowas von gekauft. Das ist mir auch scheißegal, ob ich dadurch jetzt Geld übrig habe oder nicht bei ihm. Ist mir wurscht. Echt. Aber das muss man haben. Ehrlich, weil das ist echt so viel wert in diesem Spiel. Freunde, wir haben ein Amulett, das uns zukünftig vor Krankheiten schützt. Das heißt, Akatoshs Amulett, wobei 25% schneller. Das macht auch schon was aus, ne? 25% schneller, aber das ist auch reizvoll. Schwierig. Ach komm, wir nehmen die Immunität gegen Krankheiten. Wobei, nein. Scheiß drauf. So, liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir jetzt gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und natürlich ganz wichtig, auch weiterhin. Bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.